Und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kanon-Tutorial. Erstmal am Anfang was anderes. Das hier sollte eigentlich schon fertig sein. Ich blende euch mal ein, und zwar ist mir ein dummer Missgeschick passiert. Ich habe oben was verändert, weil, ja, hab dann das kopiert, als Schematik, und ich kann's mal eben pasten, was ich kopiert habe. Das ist das einzigste, was komplett übrig geblieben ist vom fertigen Morgen. Sollte eigentlich morgen erscheinen. Dann ist mir noch eingefallen, ich habe noch eine zweite Kopie. Die ist aber 3 Tage zurück. Das heißt, ich hätte es nicht mehr geschafft. Das ist gestern mir nämlich passiert. Ich werde es so machen, ich werde jetzt nächsten Monat versuchen, das Tutorial, den Trailer fürs XXL-Teil fertig zu bekommen. Dann kommt das nächsten Monat. Dann habe ich nämlich noch ein bisschen mehr Zeit. Und das Wargear kommt im September komplett fertig. Und zwar, das hier ist die Höhenstreu, die wir hier heute bauen wollen. Und die ist ja klein gehalten. Guckt mal in die Videobeschreibung, könnt ihr die downloaden. Machen wir mal TNT an, um euch zu zeigen, wie der Schaden schon mal ist. Ich kann kein Nummer 3 wechseln, geil. F3 ist nicht geklappt. Die fliegt hier ein bisschen runter gerade. Weil in der Regel soll die alles oben treffen. Wir machen auch keinen Schaden. Ist halt eine Höhenstreu. Unten her, der Schaden ist jetzt schlecht, aber hey. Es geht, finde ich. Erst einmal bauen wir die Treibs. Wieder gucke ich nur ab, weil ich das schon vor Tagen gebaut habe. Die meisten Kanonen, die ich euch vorstelle, die sind in meinem neuen Wagen dran. Weil ich hier gucken wollte, hast du so gut wie keine Observer verwendet. Bei der Schrot habe ich welche verwendet, aber war auch nicht schwer erklärt. Nicht der Tutorial so einfach wie möglich halten. Für welche, die gerade neu da sind. Das hier waren jetzt 5. Warum mache ich das immer mit 5? Naja. 2, 3, 4, 5. Hinten lasse ich immer Platz, weil man hier noch ein Design drauf klatschen kann. Ja, dann schon mal die hier. Das hier leiten wir hoch. Was es hier ist. Gut, das haben wir hochgeleitet. Jetzt machen wir hier noch die Schleife. Nee. Machen wir erstmal. Ich will schon 2 Sachen gleichzeitig machen. Machen wir erstmal das Einfachste. Und zwar die Treibs. Wie ich schon gesagt hatte. Ja, glaube ich sinnvoll, ne? Das war schon mal nicht. Der Boden. Den sehen wir schon mal, sonst komme ich nicht klar mit dem Leben. Hier so. Hier ist jetzt die Besonderheit, dass ich nicht mehr weiß wie. Wie kommt dann das hier ran? Hier werden schon mal die unteren Treibs gezündet. Müssen wir nur was machen, damit die oberen auch gezündet werden. Ich glaube, ich habe einen Fehler wieder. Ah, da ist der Fehler. Gut. Hier geht's nach oben. Weil hier werden die jetzt gezündet und dann jetzt hier auch oben. Kann ich gerne noch präsentieren. Machen wir sofort TNT aus. Damit die Kanone nicht sofort mitgeht. Haben wir 3? Ja, 3. Okay. Unten haben wir 4. Dann haben wir hier 4. Wenn ich nicht mitgedacht habe. Dann haben wir mal einen Knopf. Und alles wird gezündet. Boom. Jawohl. Jetzt haben wir schon mal die ganzen Treibs fertig. Jetzt nach vorne. Jetzt machen wir ein bisschen mit Falltüren.
damit man hier drauflaufen kann. Das nimmt auch nicht so viel Druck weg. Das Ding brauchen wir nämlich noch. Heißt, so, das hier, Falltüre, nochmal zwei hoch, weitern. Und schon haben wir es fertig. Zumindest soweit. Jetzt kommen wir zu den Projektilen. Das ist etwas anders. Dann mischen wir den hier mit. Und Vorstand, hallo? Ah, immer so schwer. Hier haben wir nur zwei. Am besten sind Hirnstress mit zwei. Oder man macht drei, aber hier vorne ein Komprimierer, das nach vorne schiebt. Weil sonst streit es zu hoch. Gut, machen wir es etwas anders als hier. Oh, das hast du. Gerade eine Aufnahme. Nicht passend. Wir kommen erstmal 5 Repeater fürs Delay. Und davon machen wir 4 auf Max. Und hier verbinden wir jetzt die Kabel. Weil also hier werden alle drei gemeinsam gebaut. Jetzt, wie viel legen wir so? Das wissen die meisten. Ich glaube, brauche ich nicht zu erklären, dass letztes hier das nach oben führen. Ohne Probleme. Funktioniert auch mit Glowstone. Tatsächlich. Funktioniert. Das zählt wohl als halber Block oder so. Weiß nicht warum. Ist schon seit Jahren drin. Naja, was heißt seit Jahren? Anfang konnte man ja nicht mal Redstone auf Glowstone setzen. Wissen nur noch die allerwenigsten. Und hier ganz oben ist es jetzt wichtig, dass wir keine Blöcke hinsetzen, sondern Half-Flaps. Weil das TNT sonst hier in die Löcher reinbackt. Warum auch immer. Ich habe immer Blöcke genommen und habe mich immer gefragt, hey, warum fliegt das da rein? Ja, bis ich irgendwann mal in ein altes Video reingeguckt habe. Von Toni da, glaube ich. Und ich weiß nicht mal, ob Toni da oder Mr. Creative. Auf jeden Fall haben die erklärt, ja, Half-Flaps sind wichtig, damit das TNT nicht da reinrutscht. Das habe ich immer vergessen. Vorne machen wir es frei. Und hier kommt dann die Wasserquelle später. Und das muss ja hier zentriert werden. In der Regel haben wir es jetzt auch soweit fertig. Wird hier gebaut, es wird hier gebaut. Wie man vielleicht sehen konnte. Jetzt bauen wir aber noch eine Besonderheit ein. Und zwar, so ein Shot. Man muss bedenken. Redstone her braucht 9, Redstone sag ich schon, braucht 9 volle, also TNT braucht 9 volle, Repeater, damit es explodiert. Also, bis es explodiert. Es müssten 9 sein. 2, 4, 6, 8, 9. Machen wir das mal hier, dann kann ich es euch besser zeigen. Und das sollten wir hier hin machen. Ein bisschen mit Herzen verbinden. Schon. Hat man gesehen, dass es hier beim 9. explodiert ist. Heißt, man kann jetzt ohne Probleme 9 Tick hinzufügen. 3, 4, 6, 7. Hier habe ich jetzt 7, weil hier nochmal. Weil ein Pisten hat nochmal ein bisschen Tick, bis es auch wieder zugeht. Also man kann hier schon ein bisschen weniger arbeiten, aber in der Regel 9 Stück TNT zündet. Also 9 volle Verstärker. Auf Deutsch. Hier machen wir aber 7. Ist einfacher. Weil dann, wenn das Tor wieder geschlossen wird, ist das TNT schon längst weg. Also, das TNT zündet, fällt runter, schießt raus, Tür geht sofort wieder zu.
Das heißt, wenn da jemand mit dem Bogen steht und da reinschießt, trifft er nichts. Absolut gar nichts. Nur das Glas, wenn Glas verwendet. Nehme mal hoch und schreibe meinen Justin Gold in der Aufnahme. Erst erstmal die Aufnahme gecrashed. Einmal mit Profis. Erstmal hier Redstone. Wollen nämlich hier einen Schutt einbauen. Das heißt, ich nehme die Pistons. Und hier ist es besonders, Glas zu nehmen. Bei Shotgun habe ich es nicht empfohlen, empfehle ich es. Weil Glas, ja, dann sieht man, wie der Gegner gerade schießt. Wenn nämlich vorne alles kaputt ist, kann man gegebenenfalls noch reparieren. Hier oben freihalten für erstmal ein paar Mal schießen, für den Lauf. Der Lauf ist sowieso das einfachste der Welt. Einfach Trace benutzen. Ist ein Steamboard-Feature. Weiß nicht, ab wann Trace hinzugefügt wurde. Ich kenne das nur hier. Schreibt das gerne mal in den Kommentaren, da würde mich nämlich mal interessieren, welcher Server erst mal Trace benutzt. Und hier sieht man, es ist alles zu. Und jetzt können wir ja mal gerne testen, ob es funktioniert oder ob ich Mist gelabert habe. Jetzt nehmen wir die Idee rein, setzen hier was rein, machen an, wenn die zündet, geht auf und so. Damit wird das beendet erstmal. Jetzt flippen wir das mal kurz. Geflippt und schon ist es fertig. Den Lauf her erspare ich, weil da muss man in 1.15 hier auf Steam wohl ein paar tausend Mal schießen. So viel wie ich weiß, ist Lixfield dran, dass er Trace wieder so gut wie in 1.12 war. Also so habe ich es verstanden. Es wäre schön, weil sonst muss man tausendmal schießen und dann ist es auch noch nicht ganz genau. Jetzt nehmen wir noch Glasscheiben. Irgendeine. Wir können auch irgendeine andere Blöcke nehmen und tun das hier rein. Weil jetzt kommt nämlich die Besonderheit der 1.15. Oder auch 1.4, ich meine 1.13 wurde schon angefügt, dass du hier ein Wasser mit Glasscheiben oder so rein tun kannst und das Water gelockt wird. Machen wir mal ganz voll. Hier vorne nicht voll machen, hier nur zwei weg. Und voll. Weil bei den zwei her wird das meistens so gut. Bevor ich jetzt Fehler mache, kopieren wir noch alles. Haus 1, Haus 2, /copy, machen wir jetzt nicht Shame Safe. Machen wir TNT an und schießen. Wie man sieht, seht ihr nichts, da fehlt der Lauf. Aber den Lauf werde ich nicht machen, weil, wie gesagt, Face, das ist ein bisschen nerviger, wenn du ihn streu immer wieder in Lauf zu testen. Der Lauf ist circa, boah, ich hasse das, mein Game Mode 3 nicht funktioniert. Der Lauf ist, so konstruiert, ist nicht groß, ist nicht klein, ist okay. Hier unten haben wir viel Platz. Hier kann man gegebenenfalls noch eine Late Game Kanone reinpacken, was weiß ich, einen Lupf oder irgendwas. Oder auch Schilde, um hier ein bisschen die Technik zu schützen. In der Regel war es das ja auch. Das ist mal so eine schnellere Kanone. Die nächste Kanone wird dann eine andere sein. Was für ein Wunder. Ne, die nächste Kanone blende ich mal eben ein. Was das ist, weil ich weiß gerade die Struktur nicht auswendig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.